Beim Bitcoin und Ethereum wird es gerade extrem spannend, denn Bitcoin steht womöglich momentan vor einer Entscheidung und diese werden wir in diesem Video besprechen. Zusätzlich noch haben wir auf dem Ethereum-Chart ein extrem wichtiges Pattern, welches womöglich hier uns den nächsten Move anzeigen könnte. Wie es jetzt genau weitergeht, schauen wir uns in diesem Video an. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Und bevor wir mit dem Video starten, lasst uns gerne ein Like da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates mehr verpasst. Wir springen direkt in die Charts, denn es wird beim Bitcoin gerade wirklich extrem interessant. Was ist denn hier erstmal auf dem vierstündigen Chart passiert? Wir haben hier wiederum eine Rejection gesehen bei circa 19.700 US-Dollar. Wir hatten ja dieses Ascending Triangle, aus welchem wir jetzt bearish nach unten ausgebrochen sind, haben sogar hier schon auf dem vierstündigen Chart einen Retest gesehen. Doch werden wir jetzt mit dem Bitcoin weiterhin korrigieren. Das Ganze besprechen wir in diesem Video, denn es könnte jetzt in den nächsten Tagen extrem gefährlich für den Bitcoin werden. Gehen wir dazu erstmal natürlich auf den Daily Chart, denn dort spielt sich gerade das interessante Szenario ab. Hier haben wir ein Descending Triangle an dieser Stelle beim Bitcoin und wir sehen, dass wir erneut eine Rejection hier bei dieser abfallenden Trendlinie gesehen haben. Warum das Ganze hier so wichtig ist, schauen wir uns jetzt natürlich hier einmal an dieser Stelle an, denn wenn wir uns das Ganze hier anschauen, hatten wir einmal hier eine Rejection, dann hatten wir hier eine Rejection an dieser Stelle. Hier daraufhin folgte dann die nächste Rejection hier und es folgte daraufhin dann die nächste Rejection einmal hier und natürlich auch jetzt einmal hier. Und wir sehen, die Lage spitzt sich jetzt momentan zu. Warum spitzt sich denn diese Lage zu? Denn wir sehen hier an dieser Stelle unseren wichtigen Support, den wir hier haben, den wir natürlich hier etwa mehrere Male hier schon angetestet haben. Und ihr wisst, umso öfter ein Support oder Widerstand angetestet wird, umso höher ist die Gefahr, dass dieser Support oder Widerstand hier durchbrochen wird. Und jetzt steht natürlich die Entscheidung hier, ob wir denn einen Breakout nach oben oder nach unten sehen. Denn wenn wir uns das Ganze hier anschauen, sieht es wirklich charttechnisch erstmal nicht gesund für den Bitcoin aus. Warum das Ganze? Wir könnten natürlich hier mit einem W-Pattern ein schönes Reversal sehen, denn wir haben hier den ersten Boden, hier den zweiten Boden, hier oben haben wir die Neckline, das heißt, wir haben hier ein potenzielles W-Pattern, aus welchem wir hier nach oben hin ausbrechen könnten. Allerdings sehen wir, dass Bitcoin noch nicht die Stärke besitzt, hier den Breakout nach oben zu sehen. Zusätzlich spielt sich auch ein extrem wichtiges Szenario hier auf dem Bitcoin-Chart, auf dem Daily-Chart aus. Denn wenn wir uns das Ganze anschauen, sieht es so aus, als würden wir hier ein Dead-Cat-Bounce-Szenario sehen. Was ist ein Dead-Cat-Bounce-Szenario? Wir sehen, dass wir erstmal einen Seitwärtsverlauf haben, sehen daraufhin dann hier eine größere Korrektur bei Punkt 2, dann sehen wir ein Retracement wieder hoch und bei dem 0,5er FIP-Level sehen wir eine Rejection und dann geht diese Korrektur hier weiter. Warum das ganze Dead Cat Bounce Szenario? Man sagt das Ganze, wenn man eine tote Katze von einer gewissen Höhe runterwirft, diese auf den Boden prallt, springt diese natürlich nochmal auf, aber fällt wieder runter, da diese Katze natürlich tot ist. Und das Ganze könnte sich hier beim Bitcoin ebenfalls ausspielen, denn wir sehen hier diese Seitwärtsbewegung, die wir hatten, bam, daraufhin dann extreme Korrektur, dann sehen wir hier nochmal eine Relief Rally, das heißt, hier versucht sich der Kurs zu erholen, an dieser Stelle, bam, 0,5er FIP Level Rejection und daraufhin dann weitere Korrektur hier runter. Das Ganze spielt sich ab, doch hier ist jetzt die extrem wichtige Frage. Werden wir mit dem Bitcoin weiterhin korrigieren? Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Von welchen? Das schauen wir uns ebenfalls jetzt nochmal an. Denn wir haben, wie gesagt, diese Zone um die circa 18.000 US-Dollar. Diese Zone ist für mich der Schlüsselpunkt für den Bitcoin. Sollte diese Zone nach unten durchbrochen werden, werden wir womöglich eine weitere Korrektur in die Region von 14.000 bis 16.000 US-Dollar erstmal sehen. Warum das Ganze? Schauen wir uns hier nochmal detailliert an, denn wir aktivieren hier einmal unseren VRVP. Das heißt, wir sehen hier einmal, an welchen Preisleveln denn wir erhöhtes Volumen hier hatten. Erhöhtes Volumen folgt dazu, dass wir dort an diesen Stellen Support oder Widerstand erleben könnten. Und wir sehen, dass Bitcoin hier momentan an einem extrem wichtigen Level hier performt. Denn hier sehen wir
an dieser Stelle, wo sich diese rote Box hier befindet, um die 18.000 US-Dollar, ein erhöhtes Volumen. Das heißt, sollte diese Zone durchbrochen werden, dann würden wir hier in die nächste Zone reinrutschen. Diese liegt hier in etwa bei 15.200 US-Dollar. Dort haben wir ebenfalls erhöhtes Volumen, allerdings nicht so hohes Volumen wie natürlich an dieser Zone bei 18.000 US-Dollar. Das heißt, diese Zone ist erstmal unser Schlüsselpunkt für den Bitcoin. Und wir sehen hier auch ganz schön zuvor, was denn passiert ist, wenn wir die vorherigen Zonen durchbrochen haben. Hier sehen wir ebenfalls, diese Zone hatte ebenfalls Volumen durchbrochen. Dann sehen wir hier eine Gap. Und daraufhin folgte natürlich diese größere Korrektur in den nächsten Bereich. Und das Ganze könnte auch jetzt mit dem Bitcoin passieren. Deswegen sollten wir hier definitiv erstmal sehr, sehr vorsichtig sein mit Trades, mit großen Hebeln, mit großen Long-Positionen. Deshalb erstmal diese Zonen beachten. Natürlich haben wir immer noch die Möglichkeit, dass Bitcoin hier nach oben hin ausbricht und sich mit diesem W-Pattern hier erholt. Allerdings fehlt hier erstmal weiterhin die Kraft für den Bitcoin. Und auch auf dem Weekly wird das Ganze natürlich sehr, sehr spannend. Hier haben wir ebenfalls diese abfallende Widerstandslinie und diese muss unbedingt nach oben hin durchbrochen werden, denn wir sehen einen Squeeze hier zwischen dem alten All-Time-High, was wir hier an dieser Stelle haben, also unser All-Time-High von 2017, dieser hält hier weiterhin als Support und natürlich ein Squeeze von diesem abfallenden Widerstand. Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche schon sehen, wie sich der Bitcoin hier entscheiden wird. Kommen wir allerdings jetzt auf Ethereum. Was ist denn bei Ethereum hier los? Wir hatten ja zuvor hier dieses Head and Shoulder Pattern, welches nach unten hin ausgebrochen ist. Allerdings hat dieses Pattern noch nicht sein Preisziel hier erreicht. Wir sehen hier nämlich multiple Male, dass wir hier einen Widerstand gesehen haben und hier nochmal rejected worden sind, sind daraufhin jetzt runter korrigiert und haben hier ein sogenanntes Bearish Pendant oder Symmetrical Triangle, wie man es sehen kann, wie man es sehen möchte, hier, welches sich momentan ausspielt. Das heißt, wir haben hier ebenfalls einen abfallenden Widerstand an dieser Stelle, wo wir immer wieder rejected werden. Und zusätzlich haben wir hier einen aufsteigenden Support, der hier weiterhin als Support dient. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir wohlmöglich nach unten hin ausbrechen können, da dieses Pattern ein Continuation Pattern ist und wir aus einem Downtrend hier in dieses Pattern reinkommen. Schauen wir uns das Preisziel auch hier einmal genauer an. Wenn wir uns das Preisziel hier einmal ziehen, an die mögliche Ausbruchsstelle legen, dann sehen wir, das Preisziel wäre hier bei 1127 US-Dollar. Also definitiv ein Preisziel, was realistisch für Ethereum ist. Und auch auf dem Weekly sieht es nicht allzu gesund aus hier für Ethereum. Denn wir hatten hier unsere wichtige 2000 US-Dollar Zone. Diese Zone war natürlich ebenfalls ein psychologischer Support, denn wir sehen hier multiple Male ebenfalls Widerstand. Dann sehen wir hier großen Support. Dann hatten wir hier kurz Support und ich hatte euch hier schon gewarnt, sollten wir diese Zone nach unten und verlassen, dann könnten wir hier einen Dump sehen und so ist es gekommen. Wir sehen einen Dump. Daraufhin dann nochmal eine Relief Ready, hier rejected und dann nochmal hier eine Korrektur. Ebenfalls, wie gesagt, das ist der Schlüsselpunkt bei Ethereum. Wir müssen hier bei Ethereum für eine Trendumkehr definitiv die 2000 US-Dollar nach oben hin durchbrechen. Warum das Ganze? Denn hier könnten wir ebenfalls ein schönes W-Pattern formen und damit dann hier den Breakout nach oben schaffen. Die Neckline würde hier in der Region von 2000 US-Dollar liegen. So, das war's auch schon mit dem heutigen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und wie gesagt, Leute, lasst diesem Video ein Like da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Und ich würde mich auch mit eurer Meinung einen Kommentar hier freuen, wenn ihr einmal in den Kommentaren eure Meinung abgibt, was ihr denn denkt, ob wir jetzt schon den Boden erreicht haben oder ob wir noch hier einen weiteren Move beim Bitcoin und bei Ethereum zur Downside sehen. Wie gesagt, schönen Abend noch und bis morgen.